Willkommen zurück. Kopfhörer ins Ohr. Boah, die letzte Aufnahme. Ich werde ein bisschen schläfrig langsam. Willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Wir starten durch und wollen Olens Familie retten. Genau, fast vergessen. Beim letzten Mal cool hier die Zone gecleared. Richtig gut geklappt. Bin stolz drauf. Klar, es ist ein bisschen lame, wenn man einmal verstanden hat, dass man die auf Distanz ganz gut ausschalten kann, die Maschinen. Klar. Aber, ne, wie immer, schiebe ich jetzt einfach mal den... Danke. Schiebe ich mal einfach den Schwierigkeitsgrad vor. Für diese leichten Cheesing-Sachen. Tierzahntalisman. Sei mir mal erlaubt. Da habe ich gerade eine Schwimmrolle gemacht, sah aber auch sehr elegant aus. Okay, auf die habe ich jetzt nicht so viel Bock. Rede mit Olen optional. Sorry. Das hebe ich mir für später auf. Olen, wo hast du dich denn versteckt hier? Okay. Aloy, eine Frau, die ihr Wort hält. Olen. Deine Familie. Ich sah Helis Drohung. Du hast eine Frau und einen Sohn? Ich hätte sie lieber beschützen sollen, statt all diese Dinge zu tun. Das ist deine Chance, Olen. Deshalb sind wir hier. Ich nutze sie. Du bist wirklich zu großmütig. Hält man sie in der Nähe fest? Ja, auf dem Gehöft unterhalb der Felsen. Ich führe dich. Da ist es, da neben den Spornfelsen. Okay. Und was heißt denn optional? Oh, sag nicht, der stirbt jetzt, weil wir mit dem geredet haben. Nicht über die Vorbesitzer nachdenken. Oh, zu spät. Hey, jetzt habe ich drüber nachgedacht, weil er gesagt hat, dass ich nicht drüber nachdenken soll. Das war jetzt von ihm auch nicht so clever. Hinter dem Fels. Ich kann dich hören, glaube ich. Okay. Licht an, Kamera an. Kratzen. Genau, komm mal her. Nee. Weiß nicht genau, was das war. Ich auch nicht, aber guck doch mal. Ignorierst du das einfach? Ciao. Ich hab was gehört. Ich hoffe nicht gehört, sondern gesehen, oder? Wenn du jetzt raus... Wir werden angegriffen. Bleib endlich stehen! Du
Rede mit Olin optional. Immer noch auf der Suche nach mir. Das ist es. Ich bin so nah dran und kann immer noch nicht. Es ist bald vorbei. Wie viele Eclipse sind es? Soweit ich weiß, recht viele. Bewaffnet und gerüstet. Sehr viele. Bogenschützen auf den Felsen. Sie haben aber keinen Platz für Maschinendämonen. Du hast sie ja beobachtet. Wie komme ich hinein? Glaubst du, wenn ich Strategien entwickeln könnte, wäre auch nur einer von uns beiden hier? Stimmt wohl. Wir könnten das Tor stürmen. Osaram-Stil. Oder von der Seite oder von oben kommen. Vielleicht kommst du irgendwie aufs Dach. Ich nicht. Ich bin viel zu schwer. Soll ich das allein machen? Du könntest es bestimmt. Aber mit den Eclipse hast du immer Feinde im Rücken. Ich halte ihn dir frei, wenn du mich lässt. Nein. Warte hier. Sei bereit, wenn das Kämpfen vorbei ist. Oh, ich bin bereit. Nee, weil ich will nicht, dass der nachher stirbt oder sowas. Das wäre es nicht wert. Das sind ja nur ein paar Eclipse-Typen, die werden wir schon was machen können. Ups. Entfischt! Ich bin noch in dem Busch. Schnüffelt hier immer noch rum. Es ist noch nicht vorbei. Sieht aus, als wäre ich sicher. Ich bin fertig. Sie sind vor dem Schatten. Jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit. Achtsam bleiben. Sorry, aber das war jetzt ziemlich cool. Dass das geklappt hat, war jetzt echt nice. Ohne Munition bringt das nichts. Nicht töten kann, wenn die in diesen Gebäuden nähen sind. Okay, cool. Wüstenglas. Lohä. Lohä, lohä, lohä. Hier müssen sie Olins Familie festhalten. Verriegelt. Jemand von der Eclipse hat den Schlüssel. Finde den Kellerschlüssel. Wer denn? Der da oben. Natürlich, der... Ich hätte jetzt gedacht, der Chef. Ich hoffe nicht, dass die tot sind. Ich weiß es nicht mehr. Na los, na los. Es sind keine Stimmen da, das ist kein gutes Zeichen.
Wir haben den Lärm gehört. Du gehörst nicht dazu. Wer bist du? Keine Angst. Ich hole euch hier raus. Ich hatte immer noch Hoffnung. Aber sie wurde immer schwächer. Ist es jetzt sicher für uns? Euch wird niemand mehr aufhalten. Dann ist es vorbei? Ich wollte fliehen. Ich schmiedete Pläne. Doch alle gefährdeten meinen Sohn. Du hast überlebt, ihn beschützt. Das ist wichtig. Und dein Mann wartet auf dich. Olin! Finde Olin. Ja, alle leben außer die von der Erprobung, ne? Das Kämpfen hatte aufgehört. Olin! Du hast ihn hergebracht. Danke! Du musst mir nicht danken. Ich muss viel gestehen. Ich schloss einen teuflischen Pakt. Und andere büßten dafür. Und du glaubst, das weiß ich nicht? Ich hörte sie reden. Ich hatte schon immer Schmutz an den Händen. Und jetzt auch Blut. Nimm deinen Sohn an diese Hände. Komm mit uns zurück ins Anrecht. Du solltest auf sie hören, Olin. Aber Helis und die Dämonen. Es geht mir um Ehrerfüllung, Aloy. Mit dem letzten bisschen Ehre, das ich noch habe. Olin, all deine Fehler. Mach sie nicht bei mir wieder gut. Geh mit deiner Familie. Zeig ihnen, was in dir steckt. Leb wohl, Aloy. Deine Mutter. Ich hoffe, du findest sie vor ihnen. Kollateralschaden, Auftrag abgeschlossen. Schön. 5000 Erfahrungspunkte, damit haben wir den Stufenaufstieg. Bäm. Stufe 30, ist auch nicht schlecht, oder? Das Kämpfen hatte aufgehört. Olin. Really? Der gleiche Dialog nochmal? Wie doof ist das denn? Stimmungskiller, sorry, ich dachte, der sagt so was anderes. Okay. Haben wir das? Haben wir die beiden gerettet? Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ich glaube, es ist jetzt auch Zeit für eine Schnellreise, oder? Das nehmen wir noch mit hier. Ah ne, die Metallblume zuerst. Und dann machen wir eine Schnellreise, oder? Die Ecke hier unten machen wir später. Wir wollten uns jetzt so ein bisschen hier Richtung Norden orientieren. Müssen wir dann nochmal gucken im Detail, wo wir am besten dann hinreisen. Moment. Du kannst weg. Licht an, Kamera an. Metallblume. Das leben wir heute schon. Wir werden nie einen Satz zusammenbekommen. Die leichten Wolken sammeln sich hoch oben. Der Wind schwillt an. Er spricht von guten Zeiten. Es fallen Tropfen, warm und langgezogen. Sie fallen in den Teich und in den Blütenweiten. Ich bin durchnässt, im Bett aus Gras und Stroh. Ein Tropfen schwebt vor mir, träge wie im Traum. An einem Halm, langsam fließt er sanft und froh hinunter und findet Schutz in meinem Saum. Seltsames Ding. Okay. Gut, jetzt können wir das auch noch mitnehmen, ne? Aber das. Ne, wir nehmen das Nördliche mit. Ne, ne. Ja, und dann gucken wir mal wegen Schnellreise. Ich tendiere aktuell. Lucky. Die Metallblume war oben drauf. Also, wir könnten theoretisch dahin reisen. Und hier die Metallblume mitnehmen. Dann hätten wir es nämlich auch direkt nachgeholt und würden dann hier Richtung Norden gehen. Klingt nach dem Plan, oder?
Ja, ist egal, wir laufen hier. Wir laufen und laufen und laufen und lassen uns von nichts mehr aufhalten. Das war ein bisschen greedy. Das werde ich noch brauchen. What the fuck? Wo kam der denn jetzt? Alter, Alter, ich sehe. Okay. Was zum Teufel war das jetzt gerade? Okay. Tolle Erfahrung. Wir entdecken nochmal schnell die Areale hier. Einfach, dass wichtig ist, dass man das macht, aber... Trutan Knochen. Frischer geht's nicht. Sagt die so eklige Sachen. Es war aber Fuchshaut, glaube ich, ne? Kein Fuchsknochen. So, Breitkopf, perfekt. Und dann haben wir da noch einmal Panzerwanderer. Und dann machen wir Düsi-Düsi Schnellreise. So. Okay. Wegen Sondersituation, da machen wir die Schnellreisen. Ja. Ah, noch 5 Stück. Wir können uns ja irgendwann nochmal dieses Dauerschnellreisenpaket kaufen. Wir haben aber inzwischen auch wieder so viel Zeug neu gesammelt. Vielleicht können wir uns auch neue Rüstungen kaufen. Da müssten wir auch nochmal gucken in Zukunft, ob da irgendwas möglich ist. Lagerfeuer. Also Ragdoll oder halt, na gut, hier haben die diese komischen Wegweiser, haben hier Ragdoll-Modell. Aha. Okay. Cool. Cool, cool. Ich bin aktuell begeistert, wie viel Fortschritt wir in einer Aufnahme machen. Jetzt in der letzten, jetzt schon wieder. Nur gucken, dass wir die Schnellreisen jetzt wieder ein bisschen minimieren. Jetzt nicht zu viele Schnellreisen machen, weil das wieder so ein bisschen das Spielgefühl zerreißt, finde ich. Das brauche ich vielleicht noch. Da ist der Turm da ganz hinten. Die eine ist fast kaputt. Die eine Maschine. Lass uns gucken, was wir den jetzt mitnehmen. Okay. Komm her, ich sehe, wie du. Ich sehe doch, wie dringend du von mir hier.
überbuchtet werden will. Ich sehe es doch genau. Da. Danke. Mal wieder nicht ganz 100%ig elegant, aber ja, es war okay. Ciao, schön mühsam gesammeltes Health. Da ist die Metallblume, ich freue mich. Es gibt kein Entkommen. Sorry. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ah ja. Nicht. Der Mond spiegelt sich im Fluss, ganz in der Nähe. Eine Laterne scheint in der Nacht bei der dritten Wacht. Auf dem Sand schlafen Reiher, friedlich vereint. Hinter dem Boot höre ich die Fische springen. Tiefgründig? Ah, das ist jedes Mal cool. Händler. Boah, voll der Umweg. Und dann hier oben rum. Okay. Sneaky runter hier. Wir waren aber jetzt mega viele Gegner. Wir sind auch gestorben. So ganz ärgerlich, irgendwie nachdem wir schon ein paar Grauhabichte getötet haben. Da waren wir aber noch schwach. Das ist gerade echt lustig daran zu denken, dass wir hier damals. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Sägezahn und Verwüster. Das ist ein Verwüster, okay. Aber es ist ja auch nichts in der Nähe. Es ist eher, damit er uns nicht angreift gerade. Rein, pragmatisch. Okay. Könnte ich jetzt so machen hier. Das war keine Warnung.
Und damit sind wir raus, glaube ich. Mach mal schön Verwüster. Verwüste die mal. Der Baum sieht sehr stilvoll aus. Danke. Eva Wüster. Okay, haut ab. Okay, tschüss. Eieiei. Hi, Outfits. Okay, aber nee. Okay, aber nö. Verkaufen müssen wir aber unbedingt. Money. Scharfschussbogen. Ja, come on. Kriegsbogen. Scharfschussbogen. Sägezahn. Eieieiei. Präzisionspfeil, Zersprengpfeil, Beutepfeil. Okay. Cooler erster Eindruck. Wie sieht's denn schadenstechnisch aus? Eieiei, 42, okay. Herstellen, Waffen modifizieren. Genau. Gibt es noch verrückteren Multiplikator als das jetzt? Element geht nicht viel. Was? Okay, man muss sehr präzise sein, aber holy shit, 70 Schaden. Und die alle in den Kommentaren, benutzt doch lieber endlich mal die und die Waffe, das ist ja richtig doof für dein Gameplay. Sorry. Oh Mann. Okay, ciao, schnell schießen, hallo, langsames, präzises Schießen, dafür instant Kopfschuss verteilen. Okay, wir können auch gerne jetzt einmal kurz hier zur Jägerhalle gehen, dann haben wir die wenigstens gefunden, aber das schieben wir alles auf. Also die ganzen Jäger-Herausforderungen machen wir irgendwann, vielleicht sogar nach dem Spiel, nach der Hauptstory, müssen wir mal gucken.
diesen Jagdherausforderungen. Da will ich jetzt, will ich mich weder mit beschäftigen, noch mich drüber aufregen. Ganz böse gesagt. Beginne die Jagdprüfungen. Okay, nehmen wir so mit. Hey, das ist eine Nebenaufgabe. Und da waren wir schon. Da waren ja diese komischen Karja-Hauptmänner, was ich, das Karja-Lager, was ich eigentlich wirklich verstanden habe. Da habe ich heute das Thumbnail von gemacht. Eure Sachen. What the fuck? Macht der viel Schaden? Ich habe natürlich mit den Spulen auch übertrieben, denke ich mal. Panzerwandererherz, danke. Sehr nützlich. Stellt man sich mal vor, wie einfach so der ein oder andere Kampf hätte werden können, ne? Eine Schockspur. Okay, ich glaube, wir werden nur noch mit dem Scharfschussbogen spielen. Alles klar, ja. Okay. Hi, Harcourt, was liegt denn hier rum? Hol Hilfe!
Ganz ruhig. Wie heißt du? Was ist passiert? Herr Kurt! Hol Hilfe für Scheuerfels. Die Grauhabichte kommen. Sie töten meinen Bruder. Töten alle. Nicht, wenn ich es irgendwie verhindern kann. Was hat ihr Leute jetzt gerade gemacht? Tod aus dem Himmel! Nebenaufgabe, Stufe 25. Nee, 25 muss jetzt nicht sein. Dann machen wir lieber das. Sorry. Nee, wir gehen links rum. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass ich mich jetzt nicht tollkühn in die Brutstätte stürze. Also da ist meine... Da ist mein Respekt nach dem Scheitern in der letzten... Nee. Ich habe da heute das Thumbnail für gemacht. Zwei Videos, nur die Brutstätte. Das muss ja jetzt nicht nochmal sein. Das ist ja relativ vorhersehbar, dass es wieder so laufen wird, daher... Plündere das Ausrüstungsversteck. Generell müssen wir jetzt mal überlegen, wie wir hier am besten vorgehen. Da haben wir wieder diese Dinger. Ich will halt dahin gehen als erstes. Dann die Metallblume, dann der Becher, Panorama, Becher, verdorbene Zone, Stufe 7. Ja, was können wir halt wieder weggreeden, ne? Mit unserem Bogen jetzt. Machen wir alles fertig, ey. Gar keine Angst mehr. Das nehme ich lieber mit. Och Mann. Eine Gabelung. Hier sollte sich Nassan einfinden. Nassan? Okay, da hätte es auch ein normaler Fall gereicht, ne? In Assassin's Creed wäre es jetzt so ein schlechtes Fell. In Assassin's Creed 3 war das, glaube ich, mit diesen Fellqualitäten. Das müsste es sein. No, es gibt irgendwie neu. Ach so, Scharfschussbogenköcher. Waschbärhaut, okay. Cool. Ah, das ist schon besser. Schön. Was tust du denn für ein Paradiesvogel? Einen langen Bein. Mit komischen Antennen auf dem Kopf. Okay. Ciao. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Trampler. Ja, das wäre ein Sägezahn. Mann. Was? Kommt jetzt der Sandsturm her? Danke. Danke. Wir runnen einfach mal. Zack. Zack. Dieser elende Sturm hört einfach nicht auf. Ist mir auch schon aufgefallen. Okay, dann müssen wir jetzt wieder Waschbären jagen. Das ist so hart, ne? Ich würde niemals Waschbären in echt jagen wollen. Okay, da ist ein Banditenversteck und da ist eine Nebenaufgabe. Das könnte Nil, ihr wisst schon, sein. Ne, direkt noch ein Lagerfeuer. Verstehe ich ja schon gar nicht. Lagerfeuer direkt nebeneinander, ganz merkwürdig. Ja, machen wir auch, aber erst hier die Ecke. Also jetzt erstmal... ist eigentlich egal. Wir machen das Banditenlager. Mal gucken, welche Schwierigkeit das hat, aber ich denke mal, das mit unserem Bogen jetzt...
Ich wartete auf dich. Warten steigert die Vorfreude ins Unermessliche. Wie viele sind das inzwischen? Ich zähle nicht mit, Neil. Du zählst nicht mit? Manchmal bist du mir ein Rätsel. Bist du wie wir oder doch etwas anders? Hoffentlich etwas anders. Das willst du dir doch nur einreden. Wollen wir anfangen? Banditenlager Bruchhofen. 20. Müssen wir eigentlich schaffen. Sollen wir einfach mal offensiv reingehen? Mal tryen? First try, einfach mal. Schon relativ groß, oder? Den wäre auch schlecht gemacht. Oh, gut, dass ich... Hier ist jemand. Ja, verscheißt halt deswegen Verstärkung, ne? Rüstung an. Scheiß Clipping. Danke, ja, schon die Erfahrung geklaut. Ah, der Bogen ändert einfach alles. Mann. Vorsichtig. Irgendjemand holt Verstärkung. Ja, ich kann nichts machen. Hast du denn
Schließt euch zu. Ist schon die Verstärkung oder wer sind die jetzt? Ja, es ist die Verstärkung. Das sind die gleichen Deppen wie. Bogenbeste, hä? Huh? Ich glaube, das hier ist jetzt der Oberchef-Chef, ne? Mit seinem scheiß Granatending. War. Wahrscheinlich werdet ihr das, ja. Die Banditen haben ihre Gefangenen hierher gebracht. Du bist Geschichte! Oh, es war mega unnötig gerade. Hab ich dich! Ah, Verstärkung. Eieiei. Ja, aber das ist ja auch instant sterben, ne? Na gut. Nicht hinterfragen. Augen auf, die sind über uns! Oh. Werden der Reihe nach abgeknallt! So war, so war. Seid ihr da? Geil! Also der Bogen. Der Bogen ist ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk. Wahnsinn, supi. Cool. Cool, cool. Können wir direkt verkaufen hier. Zack und zack, zack. Wir überlassen der Wahl den Osseran? Sie werden ihm kurz auf die Finger hauen und dann wieder gehen lassen. Die Osseram sind diesmal zu weit gegangen. Der Wal sollte für seine Verbrechen sterben. Finde ich auch. Also ich weiß auch nicht, ob das so clever ist mit der Wal. Die Osseram-Verräter werden der Wal auf dem Weg nach Ostwelt einfach verlieren. Okay. Können ja auch schön die ganzen Leichen plündern. Schön. Wir haben auch die Tasse schon gefunden. Perfekt. Oh, wir haben ein Set zusammen. Trägt die Aufschrift Sterling Malkeet oder so ähnlich. Okay. Wir haben ein Set. Okay. Was denkt ihr sich dabei, der Wal laufen zu lassen? Es fehlt aber noch dieser Vorratsraum. Wir waren noch gar nicht oben richtig in der Ruine drin. Es war jetzt alles ein bisschen zu einfach, will ich nicht sagen, aber holprig, schnell und ja, doch unkompliziert, einfach unkompliziert. Ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür. Hier haben wir den Chef weggeschnippt. Oha. I am rich. Ich weiß, eigentlich sollten wir jetzt nochmal handeln gehen, aber es wäre mir jetzt ein bisschen too much. So viel haben wir auch gar nicht dabei. Okay, zufrieden? Ja, oder? Also ich glaube, der Bogen wäre die bessere Investition gewesen als eine neue Rüstung. Können aber auch gerne gerade die Rüstung nochmal switchen. Sind jetzt auch nicht mehr so wirklich im Kaja-Gebiet unterwegs, dann halten wir ein bisschen mehr aus. Cool.
Diese Augenblicke sind so erfrischend, nicht wahr? Das war deine bisher am wenigsten gruselige Bemerkung. Dein Spiegelbild in ihren Augen kurz bevor der Schleier des Todes sich über sie legt. Alles klar, es geht wieder los. Weißt du, Neil, falls du die Banditen leid bist, es gibt eine Gruppe namens Eclipse. Das ist eine politische Situation. Sie sind Mörder und stellen eine Armee aus Maschinen auf. Das ist etwas mehr als Politik. Ich habe nun mal meine eigene Sicht. Außerdem halten die Schattenkarja garantiert nicht mehr lange durch, wenn du zum letzten Schlag ausholst. Es war ein weiter Weg aus dem Noraland. Wo bist du gewesen, Neil? Ich hatte gehört, die Straßen im Sonnenreich wären nicht mehr sicher. Und zum Glück war es auch so. Hinterhalte, Überfallkommandos, sogar korrupte Maschinen, tödliche Wunden öffneten sich wie von selbst für meine Pfeile. Aber das wusstest du bereits. Du bist den Grat zwischen Leben und Tod gewandert. Das sehe ich. Ja, eine lange Geschichte. Mit vielen schnellen Enden, hoffe ich. Leb wohl, Neil. Ich will dich nicht beunruhigen, aber die Banditen werden weniger. Da wünscht man sich, man könnte sie mehrmals töten, nicht wahr? Nein, einmal reicht. Du hast natürlich recht, einmal reicht. Wenn man es wirklich gut anstellt. Okay, leb wohl, Neil. Okay, ich vermute mal, dass wir tatsächlich also war das jetzt das Vorletzte, habe ich das richtig verstanden? Dass es nur noch 15.000, dass es nur noch eines gibt, weil dann wäre das hier das, wobei von der Karte sehe ich auch keins mehr, dann wäre das hier das Letzte. 25, das würden wir inzwischen wahrscheinlich auch schaffen. Ich glaube inzwischen, dass wir alles schaffen können. Okay, was machen wir denn? Sollen wir noch hier die Metallblume, das Panorama noch mitnehmen und uns dann irgendwie ein Lagerfeuer suchen zum Ausmachen? Ja, oder? Klingt nach dem Plan. Metallblume. Irgendwo da hinten. 400 Meter. Okay, cool. Ja, das war... Der Bogen eröffnet uns natürlich jetzt wieder ganz neue Möglichkeiten. Das habe ich unterschätzt. Kann ich nicht anders sagen. Ich dachte... Klar, präzise, ein bisschen mehr Schaden, aber dass das so immens gut zu diesem extrem auf Abstand bleiben passt, habe ich nicht erwartet. Und jetzt bräuchten wir theoretisch noch die dritte Stufe der Stealth-Rüstung. Das wäre, denke ich mal, jetzt für die Vollendung meines Spielstils so ein bisschen die Krönung. Grase. Okay, jetzt gehen wir doch eher Richtung Panorama. Hier ist es schön. Was eigentlich... Kannst du ein bisschen übertreiben, oder? Mit diesen Sterbegeräuschen. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Gar nicht da ins Feuer rein. Ja, wollte ich gerade so. Ah, nee, okay. Okay, sie hustet wegen Sand. Ich wollte gerade schon einen Scherz machen, dass sie wegen. Na, ihr wisst schon. Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Ist das hier jetzt der Weg oder? Okay. Diesen Satellitenschüsseln, das sieht aber auch cool aus, oder? What is that? Die suchen mich. Wer? Wer sucht dich? Ich rate dir, nicht nach Sonnenfall zu gehen. Oh, du schon wieder? Die Mächte, die deinen Tod befohlen haben, glauben, dass sie erfolgreich waren. Wenn du dich ihren Agenten in Sonnenfall zeigst, war deine Flucht sinnlos. Oh, das ist wirklich rätselhaft. Oh.
hätte von Anfang an mit dem Bogen spielen sollen. Klar hat das Nachteile, aber... Nee, dann ist das doch bestimmt der Sonnenring hier, oder? Sonnenfall. Okay, dann kommen von da also die Schattenkarja. Gut zu wissen. Plünderer Herz. Hier. Ich kann mit meinem Fokus in die Vergangenheit sehen. Das war ein Stadion. Tag 12. Als wir zusahen, wie der Booster in den Himmel stieg, eine Flammensäule unter sich, nahmst du meine Hand, hast sie festgedrückt und gesagt, du hast das Vermächtnis unserer Familie in die Sterne geschrieben. Es war halt nicht da, ne? Die haben schon die ganzen Stadtmauern und so nachträglich gebaut. Das ist schon beeindruckend. Finde ich denn jetzt wieder so viele Schnellreisekits? Das sind nur 5. Was finde ich denn da dauernd? Muss ich mal lesen. Ich muss besser lesen, was ich einsammle, bevor ich es einsammle. Danke, 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 danke für diese tollen Sachen. Das sammle ich ein, das sind keine Schnellreisesachen gewesen. Okay. Sehr nahrhaft. What the fuck? Okay, also da sollen wir nicht hin, dann gehen wir da auch nicht hin. Ich schlag mich nicht drum. Das sieht jetzt nicht so einladend aus, dass ich da unbedingt hin will. Da war das Banditenlager. Was ist das? Diese Festung von den Kaja, okay. Das reibt ein bisschen. Was reibt, Eloy? Will ich's wissen? Ist es jugendfrei oder eher nicht? Oh Gott, das ist so viele Grauhabichte da oben. Mich hier hoch. Lass mich hier hoch. Ich komme überall hoch, wenn ich will. Mich hält nichts auf. Das wird dir nicht gefallen. Yo. Sorry. Da.
Okay, da muss ich mich jetzt so ein bisschen hier in den Stuhl quetschen vor Spannung. Das hat gut funktioniert. Also auch grau habe ich, da sind dann damit gar kein Problem mehr. Ja, Sonnenfall lassen wir dann komplett außen vor. Jetzt habe ich alles genommen. Grau habe ich, Herz, okay. Cool. Ja, der Bogen, ja. Keine Ahnung. Durch seine Natur überragt er das Gehör der Flüsse. Sag nicht, er sei Schmutz aufgeschüttet. Unendlich, der Nebel der Dämmerung, die Abendwolke. Sie malen ihre Schatten auf ihn aus der Verrichtungen. Kannst du hochschauen und ihn sehen, grün und steil und wild. Okay. Ja, dann haben wir das. Dann würde ich jetzt, machen wir da aus. Gehen wir jetzt hier rum nach da, Panorama, und dann gehen wir Richtung Aufgabe beim nächsten Mal. Also unbedingt einschalten, Hauptstory, Leute. Wir finden heraus, was das für ein komischer Typ ist, der da unten uns redet. Und uns nicht nach Sonnenfall schicken will. Ich weiß halt nicht... Ja, mit dem Draht, ne? Und auf einmal ist der Draht so wichtig, den ich so oft verkauft habe. Nicht, dass das noch nachher hier jetzt, warum habe ich das verkauft? Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Aber der Schadensunterschied ist schon massiv. Ich meine, wir hätten natürlich jetzt auch ein paar von den Spulen einfach auf unseren anderen Bogen packen können. Ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben mit den ganzen Spulen, das ist mir klar. Aber ich wollte da jetzt auch einfach mal wissen, wie krass der reinhauen kann, der Scharfschussbogen. Und ich muss sagen, ziemlich. Ein Behemoth. Kommt mich ja direkt Angst und... Okay, den kennen wir auch noch gar nicht. Okay. Ich glaube, die ist richtig hart hier. Also entweder die oder die hier unten. Eine von den beiden Brutstätten muss eine Totalkatastrophe werden. Gut, beim nächsten Mal geht's weiter in Richtung... Begib dich zu den Ruinen. Die Ruine, in denen wir angeblich herausfinden, wer unsere Mutter ist. Beziehungsweise warum diese komische Frau aussieht wie wir. Außerdem finden wir noch ein paar Tassen, ein Panorama und entdecken wahrscheinlich eine neue Ruine. Sehen wir das denn schon? Wartet mal eben. Sehen wir schon, wo wir hin müssen? Nebel. Perfekt. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Horizon Zero Dawn. Das wird eine spannende Aufnahme, verpasst die nicht. Und dann starten wir gemeinsam durch und werden einiges in Erfahrung bringen. Vor allen Dingen storytechnisch. Das wird spannend. Spielzeit, das haben wir zwischen 40 Stunden, also 41 Stunden. Nicht schlecht. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.